Willkommen bei The Silver on the Sea. Ja. Ihr seht meinen Zenten, ihr habt im Titel gesehen, das große Review. Zuerst mal muss ich, glaube ich, mal erklären, warum das große Review. Ich mache es ja immer nach einer bestimmten Reihenfolge. Unboxing, ein paar Bash-Videos, ein Speedrun irgendwann zwischendurch, nach ungefähr 10 Akkus kommt denn das erste Review, wo ich die ersten Eindrücke euch erzählen kann, wo ich dann mittlerweile auch genug Fahrpraxis mit dem Auto hatte, um zu sagen können, wie er fährt, vielleicht schon ein, zwei Schwachstellen gefunden habe, die man beheben muss, ganz dringend, die ihr dann im Vorfeld natürlich schon wisst. Die Autos fahren dann immer Stock am Anfang und werden nach und nach abgedatet, so wie es halt kommt. So. Aber Stock heißt für mich wirklich, ich nehme die aus der Packung raus, schließe den Akku an, stopp. Löte einmal den XT90-Stecker an, weil meine Akkus darauf halt laufen. Das ist die einzige Veränderung, die jedes Auto bekommt, wenn es aus der Packung rauskommt. Oder ich sage es dazu. Ja, beim Hobby King Basher Rally zum Beispiel, den habe ich von vornherein höher gelegt, weil es sonst halt nicht ging. Ja, der war viel zu hoch. Und ja. Ja, und dann wird gefahren, fahren, fahren. Wir machen ein paar Bash-Videos dabei. Aber das heißt nicht, dass ihr jeden Akku seht. Denn wenn, meistens fahren ja Arne und ich zusammen, wenn wir beide fahren, heißt das ja noch gar nicht, dass ihr das auch seht. Ja, ihr seht vielleicht in den Videos 15-20% von dem, was wir jeden Tag fahren. Das ist nicht so viel. Ich schneide natürlich die geilsten Szenen zusammen. Ihr sollt ja was Schönes zu sehen bekommen. Aber ich werde die Struktur ein bisschen ändern. Ich werde jetzt bei dem First und bei dem Second Run, das habe ich ja beim Tenshock-Punkt jetzt schon so gemacht, werde ich keine Musik einblenden, sondern vielleicht auch mal ein paar Kommentare und Eindrücke von mir machen. Das habe ich mir ein bisschen abgeguckt von Aussie RC Playground, beziehungsweise von German RC Playground, der das ja auch jetzt so macht. Da wollen wir so ein bisschen einheitlichen Standard reinbringen, wie wir das so machen, damit ihr zwischen den zumindest deutschen Kanälen, nein, zwischen den guten deutschen Kanälen, die so zusammenarbeiten, hin und her switchen könnt, ohne dass da groß Unterschiede sind in Qualität. So, das mal einmal ganz kurz dazu. Heute geht es wie gesagt um den Arma Senton Review, wo ich einmal ein paar Schwachstellen zeigen möchte und eigentlich auch muss. Denn der ist alles andere als perfekt. Dazu kommen wir gleich. Wir machen Karo ab, Kamera näher ran und dann kursiert er das Auto und nicht mich. Bis gleich. So, und Karo gewechselt. Wir fangen mal an bei der standardmäßigen Arma Karosserie, die so an sich optisch richtig, richtig gut aussieht. Und auch wirklich stabil ist. Groß Probleme hatte ich damit nicht. Ich wollte einfach mal wieder eine Karosserie lackieren, darum die. Hinten ist sie da aufgerissen. Und das hier ist halt ein Problem. Das ist allerdings auch bei meiner Proline passiert, deswegen ziehe ich hier nichts ab. Warum das so passiert, zeige ich auch gleich mal. So. Es passen übrigens alle Karosserien auf dieses Auto, die auch für den Traxxas Slash passen. Das macht die Auswahl deutlich einfacher. Also die standardmäßigen Shortcross-Karosserien passen eigentlich alle. Ja, das hilft schon mal sehr viel weiter, denke ich zumindest. So, dann kommen wir mal zu den Schwachpunkten. Ein ganz großer Schwachpunkt, als das allererstes kaputt ging. Jetzt suche ich mal eben den richtigen. Da, Reifen. Und da seht ihr das. Der ist gebrochen. Beim ersten Akku ist der gebrochen. Und zwar heftig. Hier fängt der Riss an und hört hier auf. Der geht so einmal rum. Davon ab haben die Grip-Verhältnisse wie, ja, wie Panzertape, sag ich jetzt mal. Obwohl Panzertape hat wahrscheinlich noch mehr. Das ist also nicht so ganz viel. Danach habe ich ja die Speedrads draufgezogen, die waren richtig gut. Jetzt habe ich mittlerweile ja Speichenfelgen von diesem Händler, den ich nicht so gerne erwähne.
Ja, damit, die tun das auch genauso. Also, wenn ihr Reifen kaufen wollt, würde ich euch die empfehlen. Ihr wisst jetzt alle, wo man die kriegt. Ist, glaube ich, das einzige Produkt von denen, was ich überhaupt hier habe. Kostenpunkt 25 Euro, glaube ich. Müsst ihr nach Buggy-Rädern bei eBay mal suchen. Dann kosten, glaube ich, 25 bis 25 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr. Funktionieren genauso wie die mit der weißen Felge, sehen aber cooler aus. Ja, ein weiterer Schwachpunkt. Das Servo. 15 Kilo an 7,4 oder 7,2 Volt, waterproofed, geht trotzdem immer wieder kaputt. Deswegen raus das Ding. Das hier ist ein nagelneuer. Den habe ich sofort ausgebaut. Das ist auch der aus dem Talion. Den habe ich jetzt zu Anschauungszwecken hier mal bereitgelegt. Den würde ich immer entfernen. Grundsätzlich kein schlechtes Teil, aber ich glaube, für diesen Maßstab einfach zu klein dimensioniert. Oder wir hatten noch die vorletzte Version. Die halt einen Bug enthielt, das ist durchaus möglich. Da müssen wir mal schauen. Ich habe diese hier noch nicht getestet, die beiden neuen. Ich habe den zweimal. Da müssen wir mal abwarten. Also die Originalen waren jetzt nicht so toll. Den rauszuschmeißen machte auch Sinn, weil wir fahren ja nicht mehr den originalen Servo. Ach, den originalen Empfängerregler, sondern ich habe ja hier einen Quickrun drin, 150 Ampere. Der hat nur 6 Volt und der hier braucht 7,2, 7,4 oder sowas. Das ist halt ein Problem, dass der dann irgendwie nur noch 8, ich glaube 11 Kilo dann hat und das ist zu wenig. Deswegen habe ich hier den, was ist er denn jetzt? Was haben wir denn jetzt? Xevox 0231. Der hat, glaube ich, 15 Kilo, ist waterproofed. Kostet um die 50, 60 Euro. Und der macht in den Autos einen sehr guten Job. Den hatte ich auch lange im Traxxas Slash. Da macht dieses Servo einen sehr, sehr guten Job. Er ist wie gesagt waterproofed, könnt ihr nicht viel mit verkehrt machen. Servox benutze ich natürlich immer gerne. Sehr bekannte Firma. Hat auch den Vorteil, die haben 25 Zähne, genauso wie das Ama-Servo. Das heißt, das originale Servohorn passt da Plug and Play drauf. Ja, achtet bitte drauf, dass ihr die Servo-Richtung nach hinten, also dass die Krone hier habt. Ich hatte das nämlich mal falsch rum, das funktioniert nämlich nicht. Jo, das zur Elektronik. Der Empfänger funktioniert mit der CR3P, das habe ich ja nun schon öfter gesagt. Da ist auch noch der Originale drin. Die Empfängerbox ist wirklich 100% waterproofed. Das habe ich ausprobiert. Der ist übrigens auch 100% waterproofed. Der funktioniert sogar unter Wasser, solange die Antenne hoch genug steht. Also, das Ding ist echt geil. Ganz klare Kaufempfehlung, 95 Euro etwa. Manchmal ein bisschen günstiger bei eBay, manchmal ein bisschen teurer, je nach Angebot und Nachfrage derzeit. Wo wir bei Elektronik sind, wir haben den Motor, der da immer noch drin ist. Und warum ist der immer noch drin? Ganz klar, weil er einfach gut ist. Er funktioniert, er läuft gut, der hat richtig Druck für dieses Auto. Ich kann euch dann nichts Schlechtes drüber sagen. Er wird ein bisschen warm, ja, das wird er wohl, ja. Ich habe das Speedritzel drauf. Aber nichtsdestotrotz geht das Ding saumäßig ab damit. Und er ist ja nicht kaputt gegangen bisher, ne? Muss man auch mal sagen. Ein kleiner Haken ist die Motorhalterung, die zwar extreme Ritzelungen zulässt. Das längste, was ich gefunden habe, oder was da reinging, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe ja ein 4410er Zahnrad, das passt da rein vom RC8. Mit einem 29er Ritzel. Also das ist schon echt pervers, was Arma da gebaut hat. Da geht richtig was rein. Da kann man richtig schön Speedruns mitfahren und richtig schön ritzeln. Das größte mit dem Standard-Hauptzahnrad habe ich leider nicht ausprobiert, aber das wird schätzungsweise 24 sein. 23, 24, dann ist irgendwann Schluss. Macht aber mit dem Centen keinen Sinn, der ist aerodynamisch nämlich genauso gut wie mein Geländewagen. Jo, da gibt es andere Autos, für die da besser sind. Darum ist der auch nie groß Speedruns gefahren. Einmal geguckt, wie schnell läuft er, alles klar. Nächsten. Ja, der Motorhalter hat aber auch grundsätzlich eine Schwäche. Und zwar, wenn ihr einmal schaut, das hier ist sehr, sehr eng. Wenn die Madenschraube des Ritzels zu weit rausguckt, verklemmt der. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr eine kurze Madenschraube einbaut. Ist sie zu lang, macht den Motor kaputt. Ja? Ja, des Weiteren ein kleines Update war, das war aber, weil ich es musste. Hier oben habe ich den
Käfig ein Stückchen tiefer gesetzt, weil ich mit der Proline-Karosserie ein Stück tiefer musste. Ist kein Mangel, ist kein Pluspunkt, weil der ist gut. Das erfüllt seinen Zweck hier oben. Dadurch drückt die Karo nicht durch und sie bricht euch nicht ungefähr hier. So unterhalb des Fensters ja meistens. Ja, das wird damit völlig behoben. Habt ihr kein Problem. Wo wir da gerade sind, auf der Seite. Die ist mir jetzt kaputt gegangen, aber gut. Die Akkuschraubse sind mir beide gerissen auf Dauer. Der ist ab und zu mal auf dem Kopf gelandet und aus relativ großer Höhe. Dann kann das passieren. Ups, Entschuldigung, sollte aber nicht. Kosten aber auch nicht die Welt. Von daher kann man das so mal stehen lassen. Ja, das Mitteldiff erfüllt seinen Zweck. Habe ich gefüllt. Und das ist keine Empfehlung von mir, sondern das ist einfach nur mein Setup, was da jetzt drin ist. Mit 1 Million CPS. Das ist richtig dickflüssig, weil ich will das voll gesperrt haben. Ich möchte am liebsten einen starren Durchtrieb haben. Guck mal, wir haben noch was mitgebracht. Hatte sich im Profil verklemmt. Eine Hutmutter. Ach Quatsch, eine Mutter. So, weil ich möchte, dass halt, dass das Heck ein bisschen rumkommt. Ich mag sowas. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Ich hatte aber allerdings keinerlei Verschleiß. In allen drei Differentialen war null Verschleiß erkennbar. Keine Sägezahnbildung, nichts. Das gleiche gilt auch für die Diff-Ausgänge hier, 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 darunter und auch jeweils an den Achsen. Nach 40 bis 50 Akkus, so ungefähr, habe ich da kaum Verschleiß festgestellt. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man ganz leichte Kerben. Das finde ich respektabel. Das finde ich wirklich respektabel. So, was ist denn überhaupt kaputt gegangen an diesem Auto? Das war gar nicht so viel. Kaputt gegangen ist so einer. Nehmen wir mal den hier. Das war sogar der. Und zwar gleich zweimal. Einmal der und einmal der. Ja, ne? Kann man machen. Dann ist dieser Bumper Schoner, wie das man das auch immer nennt, der ist mir hier am Diffgehäuse abgebrochen. Ja, nun, shit happens, ne? Also der ist einige Male heftig eingeschlagen. Ich glaube auch RPM hätte da nichts Besseres bauen können. So, aber wenn ich Review mache, dann muss ich das ja auch erwähnen, ne? Ja, der Regler ist mir einmal kaputt gegangen. Der wurde allerdings auch ersetzt. Von daher kann man das so stehen lassen. Ganz am Anfang beim First oder Second Run habe ich gleich die beiden Teile hier verloren. Normalerweise stehen hier so Teile ab, die die Karo festhalten sollen. Und die, meine Bestfreundin, macht die ab. Und zwar vor der ersten Fahrt. Warum? Dadurch, dass das Ding hier so schön flexibel ist, hauen diese Teile euch immer wieder in die Karo bei Sprüngen, die ihr auf der Hinterachse landet, was er sehr gerne macht. Und ihr macht euch das Auto kaputt, beziehungsweise die Karo damit kaputt. Darum ist die originale Senten-Karo hinten ausgerissen und darum ist auch die Proline-Karo hinten ausgerissen. Ja, das habe ich jetzt in Videoaufnahmen gesehen, dass es genau deshalb kommt, weil diese Böcke da immer wieder drunter hauen. Und steht der Tropfen, hüllt den Stein. Das ist halt so. Ja, und deswegen Empfehlung, die abzuschrauben. Ich habe es ja jetzt hier auch gemacht. Der ist mir allerdings auch einmal verloren gegangen beim First Run. Und bitte beachtet jetzt nicht diese verstellte Spur, fällt mir gerade ein. In einem der nächsten Videos werde ich euch zeigen, wie man sowas schön einstellt. Darum ist sie jetzt sehr verstellt. Ich habe die anders angeschraubt. Bitte einfach jetzt drüber hinwegsehen, ja? Ich wollte das Review jetzt aufnehmen, bevor ich das Spureinstellvideo mache. Und ist ja nicht so tragisch gerade. Jo. Was gibt es noch zu sagen? Differenziale hinten. Ich habe den ja im Hydroplane-Video mehrmals, das war ungefähr die doppelte Anzahl, wie ihr gesehen habt, in diesem Tümpel da versenkt. Und auch wieder rausgeholt. Das Differential hinten war am Rosten. Nur mal so dazu. Also da kommt auch Wasser rein. Ich habe wirklich alles gegeben, um an diesem Auto was kaputt zu bekommen. Und außer die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ist nichts
Und ich wiederhole mich, nichts kaputt gegangen. Ja, und das habe ich jetzt einfach mal so wirken lassen, weil das ist schon richtig geil. Das ist schon richtig respektabel. Denn das ist wirklich der Hammer. Bis zum Hydroplane-Video ist der auch Stock gefahren. Also ich habe auch noch keine Lager gewechselt gehabt zu der Zeit. Sondern das waren bis zum und im Hydroplane-Video waren das die originalen Kugellager. Und die zeige ich euch jetzt mal. Weil die habe ich beim Ausbauen, habe ich die mal aufbewahrt und ein kleines Döschen geschmissen. Da seht ihr die mal. Teils absolut fest. Na klar, die waren jetzt schwimmen, ne? Aber eins musste ich zwischendurch doch mal ersetzen. Eins von den großen. Aber ansonsten waren die alle noch top. Vorher. Es liefen alle gut. Ich habe da nichts dran gemacht. Ich mache auch nur das, was nötig ist. Zwischen den Reviews immer. Um euch halt das zu zeigen, was Phase ist an dem Auto. Die Schraubenqualität von Arma weiß auch zu überzeugen. Die rosten zwar ein bisschen, aber nicht übermäßig. Das hatten wir schon schlimmer. Ihr seht hier vorne noch so ein bisschen Rost. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass ich den schon extremst gequält habe. Ne? Die Dämpfereinstellung ist Stock. Ich habe die neu befüllt mit 500 CPS. Vorher waren 550 drin. Die Einstellung der Rändelmutter hier habe ich aus der Anleitung übernommen und ist dann ein bisschen angepasst, damit es nicht so scheiße aussieht. Ungefähr so eingestellt, dass nach dem Runterdrücken die Querlenker, fahren wir ein Stück zurück, der Wagen ungefähr gerade ist. Jetzt kommt ein Stück zu hoch, er hat aber auch kein Lipo drin. Ne? Ich habe das mit Lipo eingestellt, dass das ungefähr eine Fläche hier ergibt. Das nur mal kurzes Setup-Video. Da werden wir aber in nächster Zeit ein bisschen vermehrt drauf achten, ein vernünftiges Setup in ein Auto zu schrauben. Meine Autos lassen das, glaube ich, alle sehr, sehr gut zu. Dann machen wir das doch auch mal. Und weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf in der Hinsicht. Und wie ihr wisst, fahre ich auch Onroad im Wettbewerb auf Zeit. Und da lernt man schon eine ganze Menge, was ich euch natürlich auch gerne mal weitergeben möchte. Ja, also Kugellager, ganz klar, die sind trotzdem Mist, die sind nicht gedichtet. Ich habe das Auto nicht geschont, aber sie halten doch relativ gut. Also ich habe ja in den ersten First Runs von Creighton und Typhoon habe ich das Auto ja schon im First Run versenkt. Das habe ich beim Sanden nie verkniffen. Und die halten schon recht gut. Natürlich, wenn man sie mit Wasser in Berührung bringt, dann ist Ende. Ne? Und ich habe derzeit einen Lagersatz von Team Fast Eddy aus den USA. Dann gibt es mittlerweile eins aus Österreich. Die sind beide komplett gedichtet, vorne wie hinten. Hier ist jetzt ein Mix drin aus RC8 und Max Speed Parts. RC8 bekam man nämlich zu der Zeit schon doppelt gedichtete. Die haben nämlich außen die gleichen. Also hier in den Rädern stecken die gleichen. Da sind sehr, sehr viele identisch. Und mal gucken, wie die sich schlagen. Ob die tun. Mal gucken, vielleicht schaffen wir mit dem Senden eine Premiere, ein 100-Akku-Video. Habe ich auch noch nicht geschafft. Wollen wir mal schauen, was da so alles passiert. Und ja, eine Sache, die ich jetzt noch ersetzt habe, beziehungsweise ersetzen werde, habe ich euch noch nicht gezeigt. Die Dämpferbrücke hinten, die ist nämlich völlig krumm. Das sieht man jetzt im Video natürlich nicht so gut. Ich habe die wieder ein bisschen gerade gebogen, aber die ist sowas von krumm durch die ganzen Jumps, die daneben gingen, dass ich mir die vom Team Rango bestellt habe. Und die ist auch dringend nötig. Die ist ein bisschen teurer, aber die ist aus gefrästem Aluminium und nicht aus gestanzten wie beim Senden. Da macht sich dann halt der Preis für den Dex 8 oder Dex 10, weiß ich jetzt gar nicht. Wirklich, nee, Dex 10 ist das. Oder SC10, ja, irgendwie so. Für den Shortcross von Durango halt, da macht sich der Preis dann wirklich bemerkbar. Aber ich bin da ja nicht so ein Freund von. Ich verbessere lieber Air-to-Air-Autos und finde die Fehler, als dass ich mir ein Wettbewerbsauto kaufe. Weil ich fahre keine Wettbewerbe, dann brauche ich das auch nicht. Dann brauche ich nur das ersetzen, was auch kaputt geht. Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein großer Freund von diesem Auto. Nicht umsonst habt ihr den so oft gesehen und so viele Videos von einem Auto gibt es hier eigentlich auch nicht von mir. Aber der macht einfach richtig Spaß. Und Arne, aka AB Racing, sagte nur zumal zu mir, das Ding ist fast unzerstörbar, oder? Ja, fast. Bis auf diese Kleinigkeiten ist das durchaus richtig. Bis auf diese Kleinigkeiten ist das durchaus richtig. Ich habe ihn oder wir haben ihn ansonsten nicht kaputt bekommen. Das ist einfach nicht möglich, dieses Auto kaputt zu kriegen. Der geht saumäßig ab, er ist sauschnell. Für, ich glaube, 450 Euro im Schnitt derzeit. Ganz klare Kaufempfehlung, weil ihr kaum was ändern müsst. Ja? Kauft euch gleich einen neuen Satz Lager dabei, legt ihn zur Seite und tauscht das, was kaputt ist. Anderen Regler, anderen Servo rein, los geht's. So, Servo, bei wie vielen Modellen auf dem Markt muss man denn den Servo tauschen? Ja, bei fast allen, weiß ich auch. So, seien wir doch mal ganz ehrlich. So, bei wie vielen Modellen muss man den Regler tauschen? Bei sehr, sehr vielen. Nicht so viele wie wie beim Servo, gebe ich ganz ehrlich zu. Gibt es einige, die verbauen schon Quick Runs von Haus aus. Das macht Arma leider noch nicht, beziehungsweise Hobbyco noch nicht. Aber Hobbyco hat ja die Vertriebsrechte für Hobbywing sich gesichert. Von daher könnte er da vielleicht in dem nächsten Update kommen. Und wenn da jemand jetzt zuhört, ich wäre da sehr erbaut von. Ja. Es wäre wirklich mal echt nice. Dafür ist der Motor aber geil. Ja, dieses rot eloxierte Teil, sehr, sehr kurz, hat aber Drehmoment wie Sau. Hat echt Drehmoment wie Sau. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt Speedrun geeignet, also ich würde den nicht unbedingt in Mach 1 bauen, aber das ist schon echt massives Teil, das Ding. So, wir haben hier Big Bore Dämpfer mit Alu-Schraube. Kann man super geil einstellen. Die Federn sind auch nicht zu kurz. Wie das ja, ich glaube, beim Creighton war das, ja, beim Creighton war das der Fall, dass die Federn hinten einfach viel zu kurz waren. Das ist hier nicht. Die sind perfekt. Man braucht sie auch nicht neu befüllen, wenn man den kriegt. Deswegen habe ich auch kein Video darüber gemacht, als ich die befüllt habe. Macht keinen Sinn. Macht da 500, 600, meinetwegen auch CPS drin. Unterschied werdet ihr eh nicht merken. Beim Bashing. Auf Rennstrecke ist das was anderes. Die Mudguards kosten keine 10 Euro, die ich nachgerüstet habe von Durango. Und die machen auch Sinn. Weil das haut euch nicht den Dreck in die Antriebswelle hinten, den ihr von den Vorderrädern ansonsten da reinhaut. Ja? Und Leute, das war's. Und überlegt mal, was ihr zum Beispiel am Traxxas Slash, um ihn dauerhaft zu bewegen, ändern müsst. Antriebswellen, dafür kaufe ich mir schon einen Regler. Ja? Kombo, dafür kaufe ich mir schon fast das ganze Auto dann. Und preislich liegen die nicht weit auseinander, die beiden Kumpel, ne? Also. Ja, der Traxxas Slash ist natürlich auch kein perfektes Auto. Und der Arma Senton auch nicht. Man muss auch ein paar Sachen ändern. Zumindest wenn man so fährt wie ich. Und ich hau das Ding ja nun wirklich durch die Walachei wie nichts Gutes. Ne? Aber dann läuft die Kiste auch. Und ich habe ihn tauchen geschickt damit. Das ist natürlich. Ich weiß auch, dass ich sehr, sehr extrem bin. Und ihr könnt es auch so machen, dass ihr einfach alles drin lasst und guckt, was kaputt geht. So, das werden wahrscheinlich in ähnlicher Reihenfolge die ähnlichen Bauteile sein, wie ich gerade gesagt habe. Da hat Arma vielleicht ein bisschen geschlampt. Ja, gut. Ich kaufe aber lieber für 10 Euro dieses Teil oder dieses Teil als diverse andere Sachen. Tuningteile gibt es nicht so viele. Ihr könnt auf den Rango Shortcourse zurückgreifen, aber sind größtenteils auch die gleichen. Ersatzteilversorgung ist absolut gesichert. Viele passen vorm Taifun. Vielleicht nicht unbedingt bei eBay gucken, sondern in diversen Arma Shops, beziehungsweise Shops, die Arma vertreiben, so muss das heißen, wie zum Beispiel Spielzeugarten oder auch Modellbau Bochum. Oder. Da gibt es ja genug von mittlerweile. Das war zu Anfang anders, das stimmt wohl, aber mittlerweile kann man jedes Teil problemlos innerhalb von 3 Tagen zu Hause haben. So, und bei einem Shop wie Modellbau Bochum auch innerhalb von 24 Stunden habe ich die Woche selber erlebt. Montagmorgen was bestellt, Dienstagmorgen in der Hand. Bombe. Ja. So.
Mehr habe ich zu diesem Auto eigentlich nicht zu sagen. Der ist richtig, richtig geiles Teil. Ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen. Nicht umsonst habe ich mir jetzt den Talion wieder gekauft. Und damit habe ich sie ja alle vier gehabt. Und wer sich auf meinem Kanal mal ein bisschen umgesehen hat, ich habe ja nun schon einige andere Autos gehabt. Und auch wenn es ja immer wieder Leute behaupten, nein, Hammer bezahlt mir kein Geld dafür, dass ich die Autos fahre, sondern die sind wirklich so gut. Das wäre echt mal geil, wenn Arma mir Geld bezahlen würde für meine Videos. Ja, gibt's aber leider nicht. So, ich wiederhole mich nochmal gerne. Ich empfehle euch dieses Auto dringend. Ist eine geile Karre, ist mal ein ganz anderer Aufbau, weil es halt ein Novum ist. Wir haben eine 1 zu 8er Technik in einem 1 zu 10er Shortcourse. So, das heißt, wir haben 17 mm Mitnehmer. Ihr könnt ganz normale Buggy-Reifen fahren, so wie die hier. Ihr habt einen großen 1 zu 8er Motor mit 4S. Jetzt kann man natürlich sagen, 4S ist ein Nachteil. Ja, kann man. Aber, weil man natürlich dann 4S kaufen muss, statt oder 2x2S fahren kaufen muss, anstatt einmal 2S zu fahren. Ja, das ist auch so. Aber man kann das Spielchen noch umdrehen. Wenn ich mir einen 1 zu 10er, also einen richtigen 1 zu 10er mit 1 zu 10er Technik kaufe, und ich bin das jetzt, dann muss ich mir auch ein 2S kaufen. So, natürlich ist ein 4S doppelt so teuer wie ein 2S. Ja, das ist halt so. Da kann ich dann auch nichts anderes zu sagen. Das ist so. Ein 4S ist teurer als ein 2S. Dafür ist der Fahrspaß auch höher, weil das Ding hat einfach viel mehr Drehmoment und Drehzahl. Ist kaum geringer bei KV und S und so weiter. Die Berechnungen kennt ihr ja bestimmt alle. Ne? Ich bleib dabei. Tolles Auto. Wieder kaufen. Ja. So, das soll es von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal bei der Silva. Ciao, ciao.